Das Spiel der Woche wird Ihnen präsentiert von der City Immobilienverwaltung aus Münster, rund um Service für Ihr Eckiges. Und von Lichtwerbung Möllers in Ascheberg, Lichttechnik, Beschriftung und Co. rund um Service bei Lichtwerbung Möllers. Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel. Spiel der Woche. Dieses Wochenende waren wir wieder zu Gast in der Landesliga Westfalen Staffel 4 und zwar im südlichsten Teil des Kreises Coesfeld. Genauer gesagt in dem Ort Herbern, welcher zur Gemeinde Ascheberg gehört und auf halbem Weg zwischen Münster und Kamen liegt. Da wir hier mit dem Spiel der Woche noch nie, nicht niemals vor Ort waren, wollten wir das jetzt nachholen und diesen sympathischen Verein mal einen Besuch abstatten. Und da sind wir auch schon bei sonnigem Wetter und gefühlten Temperaturen um die 20 Grad auf der Sportanlage Herbern an der Wernerstraße, wo der SV Herbern 1919 seine Heimspiele austrägt. Der SV verfügt über ein schmuckes Stadion mit einer gepflegten Rasenspielfläche inklusive Flutlicht. Im Ort gibt es noch einen weiteren Sportplatz mit Kunstrasenplatz und Trainingsgelände. So gesehen ist dieser Verein auf jeden Fall bestens ausgestattet. Und hier sehen wir die Heimelf von Trainer Holger Möllers beim Aufwärmen. Platz 9 mit 11-12 Toren und einer Bilanz von 3 Siegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen. Summa summarum also 10 Punkte. Das war die bisherige Saisonausbeute des SV Herbern. Der heutige Gast hieß BSV Ruxel. Der Absteiger aus der Westfalenliga hatte nach personellen Veränderungen im Sommer Schwierigkeiten, sich eine Klasse tiefer zu akklimatisieren. Platz 14 bei 5-12 Toren und lediglich 6 Punkten mit einer Ausbeute von einem Sieg, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Das war das, was die Mannschaft von Sebastian Hensel bisher vorweisen konnte. Und hier sind die Teams. Das ist ein Heimspiel, Spiel eines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben. Wie Rock'n'Roll, Fußball für die Ewigkeit. Das ist ein Heimspiel. Rund 80 Zuschauer waren gekommen, um sich dieses Spiel live vor Ort anzuschauen. Der heimische SV Herbern ging als leichter Favorit in die Begegnung, aber die Gäste aus Ruxel waren hier sicher nicht angereist, um die Punkte abzuschenken. Das Team der Unparteiischen bestand heute aus Schiedsrichter Nikolai Meister, dem heute Markus Töpfer und Ernst Böhnlich Lämmer zur Seite standen. Bevor es mit dem Zusammenschnitt losgeht, hier noch schnell das restliche Personal auf den Grün. Die Gastgeber aus Herbern traten hier mit folgender Startelf an: im Tor Freitag. Davor Kapitän Dubitzky, Richter, Franco Cabrera, Witzon Filio, Moors, Schulte, Schütte, Scholtysik, Şangül und İçak. Kommen wir nun zu den Gästen aus Ruxel. Hier vertraute Gästetrainer Sebastian Hensel auf folgende Elf. Im Tor Neuhaus, davor Wesberg, Toka, Sojewa, Kapitän Kintrup, Peach, Flasser, Willig, Jaroka, Hunnewinkel und Haverkamp. Und jetzt, meine Damen und Herren, geht es los. Und zwar in Minute 7. Die Gastgeber in Gelb von links nach rechts mit einem Ballverlust an der Außenlinie. Jaroka hatte Scholtysik die Kugel stibitzt. Dann setzt sich Peach gleich gegen mehrere Spieler durch. Willig mit dem Steilpass auf Toka, der weiter hier zu Hunnewinkel. Und der scheitert da mit seinem Schuss an Freitag im Tor der Gastgeber. Aber Schiedsrichter Meister hatte hier ohnehin auf Abseits entschieden. Wir schauen nochmal drauf. Beim Abspiel in die Spitze schwer zu erkennen, ob Toka tatsächlich im Abseits stand. Wenn, dann sicherlich hauchdünn. Auch bei der Ballweitergabe an Hunnewinkel hier wähne ich den Schützen eher hinter dem Ball. Allerdings hatte Freitag ohnehin glänzend pariert, sodass die vermeintliche Abseitsstellung schließlich ohne Bedeutung blieb. In Minute 13 dann der SV Herber mit einer Standardsituation von halb links. İçak steht bereit, während Scholtysik sich im Sprint in die Box begibt. Hoher Ball in den Strafraum. Dieser springt auf und am zweiten Pfosten steht Şangül, der den Ball nochmal hereinbringt. In der Mitte lauert Johannes Richter und plötzlich ist die Murmel drin. 1-0 für den SV Herbern. Ein ganz krummes Ding aus Sicht der Gäste. Und während im Spielbericht Richter als Torschütze geführt wurde, zeigen die Torkameras, dass es ein Eigentor von Ruxels 27er Nikolas Haverkamp war, der hier den Ball schlussendlich ungewollt über die Linie beförderte. Hier kommt die Wiederholung. Zunächst springt der Ball am 5-Meter-Raum auf und keiner fühlt sich zuständig. Dann die Hereingabe von Şangül und beim Versuch, den Ball vor Richter zu klären, befördert Haverkamp den Ball mit der linken Hand über die Torlinie. Ein ganz unglücklicher Start für die Gäste hier in die Begegnung. Hier der Beweis. Die linke Hand Haverkamps klar vor Richter am Ball. Toka und Torhüter Neuhaus ohne Chance können nicht mehr eingreifen.
Minuten später, Ruxe im Vorwärtsgang, schnell ausgeführter Freistoß von Peach. Dann Spielverlagerung auf den rechten Flügel. Toka auf der rechten Seite mit der Flanke vors Tor. Und da vergibt Hundewinkel völlig freistehend die Chance zum Ausgleich mit einem Schuss genau in die Arme von Torhüter Sven Freitag. Wir bleiben in Minute 16 und sehen den direkten Gegenstoß der Hausherren. Şengül mit der Ballannahme. Der sieht Scholtysik auf dem Flügel starten. Toller Pass in die Spitze. Dann eine scharfe Hereingabe von Scholtysik in die Mitte. Direktabnahme Witzon Filio. Und schon wieder zappelt der Ball im Tornetz des BSV Ruxel. 2:0 für den SV Herbern durch das vierte Saisontor von, jetzt aufgepasst, Witzon Ferreira dos Santos Filio. Klasse gespielt von den Gastgebern, die hier offenbar früh für klare Verhältnisse sorgen wollten. Hier die Wiederholung des Treffers, stark vorbereitet von Görkem Şengül und Marcel Scholtysik über rechts. Und dann Witzon Filio in der Mitte, der für meinen Geschmack etwas zu viel Platz hatte, mit der präzisen Direktabnahme ins kurze Eck vorbei an Gästekeeper Daniel Neuhaus, der hier entgegen der Laufrichtung nichts mehr entgegenzusetzen hatte. 2:0 Herbern und nun war Ruxel natürlich gefordert. Erst einen Sieg hatten die Gäste aus Ruxel in der laufenden Saison erzielen können und auch heute war man von einem Sieg bereits 3 Tore entfernt. Aber der BSV bekam in Minute 19 einen Standard von der linken Strafraumseite. Vielleicht ging hier ja noch was. Flasser steht bereit und wird ausführen. Flache Reingabe in den Rückraum und dann Haverkamp mit dem Schussversuch etwas zu hoch angesetzt. Der Ball segelt rund 2 Meter am langen Eck vorbei. Nichts war es mit dem Anschlusstreffer. Wir springen in Minute 31. Dickens Toka beim Einwurf für die Gäste. Dann geht es schnell und Ruxel mit viel Platz im Zentrum. Peach mit dem Ball in die Spitze auf den durchstartenden Sojewa. Sojewa frei vor Freitag. Schuss und Tor. Nee, doch nicht. Der Schiedsrichter Nikolai Meester hatte erneut auf Abseits entschieden, nachdem sein Assistent die Fahne gehoben hatte. Das 2:0 für Herbern hatte also weiterhin Bestand. Wir schauen nochmal drauf. Wieder war es knapp, aber aus dieser Perspektive sieht es verdächtig nach Abseits aus, obwohl der Spieler hinter dem Passgeber es eventuell aufhob. Schwer zu erkennen. Die anderen Perspektiven können es ebenfalls nicht eindeutig auflösen, deswegen vertrauen wir mal auf das geschulte Auge der Unparteiischen. Den Ball macht Endre Zoriva dann am Ende gegen Sven Freitag gekonnt und eiskalt weg, doch die Freude über den vermeintlichen Treffer währte nur ganz, ganz kurz. Wir springen und zwar in Minute 37 und sehen den SV Herbern bei einem Freistoß aus rund 22 Meter Torentfernung. Es stehen gleich mehrere potenzielle Stützen bereit, aber der Mann mit der Nummer 26, Dennis Itschak, wird ausführen. Itschak mit einem kurzen Anlauf. Schuss und Tor! 3:0 Herbern! Ein direkt verwandelter Freistoß von Dennis Itschak. Sein erstes Saisontor und dann gleich so ein Sahnetörchen. Toll gemacht, das Ding. Der SV Herbern hier eiskalt im Umgang mit seinen Torchancen. 3 Schüsse, 3 Tore, besser geht es nicht. Hier die Wiederholung des Freistoßtores. Der Ball passt genau ins Eck. Gästekeeper Daniel Neuers fliegt vergebens. Muss sich allerdings die Frage gefallen lassen, warum der Ball aus seiner Sicht rechts an der Mauer vorbei links im Tor einschlagen kann. Entweder stand die Mauer nicht korrekt oder aber es fehlte in derselbigen ein zusätzlicher Mann. Vom Schützen jedenfalls klasse gemacht, perfekt geschossen und ausgenutzt hier. 3:0 für die Hausherren nach 37 Minuten. Es roch hier gewaltig nach einer Lehrstunde für den gebeutelten Absteiger aus der Westfalenliga. Und bei den Gästen breitete sich jetzt auch Nervosität und Sicherheit aus. Hier ein Beispiel aus Minute 44. Ruxels Bester heute, Dickens Toka mit der Hereingabe auf Hundewinkel. Und der versiebt hier das dicke Ding zum Anschlusstreffer, nachdem er den Ball nicht richtig trifft. Das passte ins Bild. Hier die Szene noch einmal in der Wiederholung. Den kann und muss man so freistehend eigentlich wegmachen. Und ich denke, das war Steffen Hundewinkel hier auch bewusst. Sehr ärgerlich für die Gäste. Dann war erstmal Halbzeit und ja, selbst in der Landesliga schaffen es die Jungs, das 7,32 Meter breite und 2,44 Meter hohe Tor zu verfehlen, aber die wesentlich kleinere Torkamera hinter dem Tor zu treffen. Hier wischt es mal wieder einer meiner Camps, die fortan einen etwas verstellten Blick auf das Spiel hatte. So ein Fehlschuss in der Halbzeitpause hat zu meiner Zeit bei Viktoria Köln übrigens 5 Euro für die Mannschaftskasse gekostet. Nur mal so als kleine Anregung mit einem Augenzwinkern.
Nudden hinein in Halbzeit 2. Minute 51. Der BSV Ruxel im Vorwärtsgang. Mit einem schnellen Anschlusstreffer war hier vielleicht noch was zu holen. Toka über links ist in Strafform. Schuss abgewehrt von Freitag, der die Kugel im Nachfassen vor Toka sichern kann. Und meine Damen und Herren, wir bleiben in Minute 51 und sehen nun die Gastgeber mit der Antwort. Simon Moors mit einem tollen Diagonalball auf den rechten Flügel zu Scholtysik, der im Strafraum dann weiter zu Witson Filio. Scharfe Hereingabe, Schütte verpasst das Tor, doch dann setzt Scholtysik nach und der Ball trudelt irgendwie über die Linie. 4:0 Herbern mit der vierten Torchance. Ein Wahnsinn, was die Truppe von Holger Möllers hier für eine Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor zeigte. Aber was war das bitteschön für ein Abwehrverhalten bei den Gästen? Nimm du ihn, ich hab ihn sicher, fällt mir dazu nur ein. Hier die Wiederholung. Zunächst wird Gästekeeper Neuhaus von Schütte angeschossen. Dann sind sich Neuhaus und Kintrup bei Ruxel nicht einig und schwupps ist Schlitzohr schuld. Düsig zur Stelle und staubt mit der Picke ab. Der Ball trudelt danach gemütlich ins lange Eck, ohne dass ein Spieler noch hätte eingreifen können. Das Ding kann man eigentlich nur als eine Art Gastgeschenk vom BSV Ruxel für den SV Herbern werten. Aber so ein Geschenk hatten die doch eigentlich gar nicht nötig heute. Ein völlig verkorkster Tag für die Gäste bisher. Weiter geht es in Minute 59 und was man den Gästen aus Ruxel hier hoch anrechnen musste, war die Tatsache, dass sie sich hier nicht aufgaben und weiterhin nach vorne spielten. Und die Jungs konnten ja auch kicken, so wie hier. Über mehrere Stationen gelangte der Ball auf den linken Flügel zu Dickenstucker. Der dribbelt kurz an, Übersteiger, bekommt den Ball noch irgendwie mit, lässt drei Spieler aussteigen und wuchtet den Ball danach flach unten links in die Maschen. Na bitte, es geht doch. Nur noch 1:4 aus Sicht des BSV Ruxel. Dickenstucker mit Songtor Nummer 1 und den Treffer hatte sich der Junge auch redlich verdient und er arbeitet. Unermüdlich lief er die Außenbahn hoch und runter. Jetzt lohnt er sich zumindest mal mit einem Treffer und etwas Ergebniskosmetik für sein Team. Hier die Wiederholung. Toka gegen Şangül, gegen Cabrera, gegen Richter, gegen Dubinski und gegen Torhüter Freitag. Keiner konnte ihn in dieser Situation stoppen. Torhüter Sven Freitag von der Schussabgabe wohl etwas überrascht, kommt nicht mehr rechtzeitig ins mittelrote Eck. Der Ball war zuvor von Toka durch die Beine von Dubinski geschossen worden. Ein fieser Ball für Freitag, der den Ball dadurch erst spät zu sehen bekam. Die ganz große Aufholjagd konnte der BSV Ruxel im Anschluss allerdings nicht starten. Der SV Herbern schaltete zwar ein, zwei Gänge zurück, kontrollierte aber weiter die Partie im Großen und Ganzen. In Minute 67 wurde sich ihnen dann die ganz dicke Chance aus 5:1. Witzel Filio holt sich den Ball. Toller Doppelpass mit Simon Moors. Witzel vor Neuhaus. Der pariert. Nachschuss. Pfosten. Eieieiei. Die Doppelchance zum fünften Streich vergeben. Klasse Szene und spektakuläre Bilder hier in Herbern. Hier nochmal das Ganze. Klasse gespielt von Moss auf Witson. Dann pariert Neues im 1 gegen 1 stark und der Nachschuss setzt Herberns Neuner dann aus spitzem Winkel und per Volley an den Außenpfosten. Der war wirklich nicht leicht zu machen. Hier die Szene noch einmal in Echtzeit. Auch wenn ihr dieses Mal kein Tor fiel, es machte einfach Spaß zuzuschauen. Nur eine Minute später bot sich den Hausherren erneut die Chance aufs Fünfte. Flanke von rechts, Kopfball in der Mitte von Moors, wieder kein Tor. Schon fast ungewöhnlich für den SV Herbern in dieser Begegnung, möchte ich meinen. Aber es konnte halt nicht alles funktionieren. Und nochmal 60 Sekunden weiter sehen wir Ruxel bei einem Einwurf über rechts. Flasser, der bekommt den Ball gleich noch einmal, dribbelt sich in den Strafraum. Dann die Hereingabe, Direktabnahme Sojewa und plötzlich steht es hier nur noch 2:4. Hendrik Sojewa mit seinem zweiten Saisontreffer. Geht da vielleicht doch noch was für die Gäste? Die hatten es natürlich jetzt eilig wieder zum Anstoßpunkt zu kommen. Und hier die Wiederholung. Tolle Vorarbeit von Hendrik Flasser über die rechte Angriffsseite nach dessen Einwurf. Noch besser aber der Abschluss des Torschützen. Sojewa in der Mitte, Volley im Fallen und mit vollem Risiko. Das wird belohnt mit einem satten Schuss unter die Latte. Nichts mehr zu machen für Sven Freitag im Tor des SV Herbern. Ein wirklich schöner Treffer durch die Gäste hier in Minute 69. Obwohl der SV Herbern nach dem zweiten Gegentreffer kurzzeitig wankte, kamen die Gäste danach erst einmal zu keiner weiteren Torgelegenheit. Im Gegenteil, den Gastgebern bot sich in Minute 80 noch eine gute Chance, um auf 5:2 davon zu ziehen. Marcel Scholtysik vergibt hier im 1 gegen 1 gegen Gästekeeper Daniel Neuhaus, der auch in dieser Szene toll parierte und den fünften Gegentreffer somit verhinderte.
Zwei Minuten später kamen die Gäste dann doch nochmal gefährlich vor das Tor der Hausherren. Dickens Stoker, den konnten die Gastgeber nicht unter Kontrolle bringen, mit der scharfen Hereingabe. Und dann war es fast ein Eigentor, das hier das 3:4 besorgt hätte. Michael Schulte lenkt den Ball unabsichtlich auf seinen Schlussmann Sven Freitag, der das Spielgerät mit dem rechten Arm gerade noch so parieren konnte. Naja, vielleicht wurde er auch einfach nur angeschossen. In Minute 86 hätten die Gastgeber noch einen Strafstoß bekommen können, ja vielleicht sogar müssen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke kommt es zu einem Zweikampf im Strafraum zwischen Witz und Filio und Sven Sabek. Sabek geht zu Boden und trifft dann im Liegen mit dem rechten Fuß den Angreifer der Hausherren. Schiedsrichter Nikolai Mister entschied hier auf Weiterspielen, wertete die Szene anders als die heimischen Zuschauer im Hintergrund. Dann springen wir in die Nachspielzeit und was soll ich sagen, es passierte hier nichts mehr, denn dann war hier Schluss. Der SV Herbern besiegt also den BSV Ruxel mit 4:2 nach Toren von Nicolas Haverkamp, der ins eigene Netz traf. Witson Ferreira dos Santos Filho, Dennis Itchak und Marcel Scholt-Düsik bei Gegentreffern von Dickens Toker und Endrit Sojeva. Die Statistik weist eine recht ausgeglichene Partie auf, allerdings hatten die Gastgeber aus Herbern hier und heute deutlich mehr Spielanteile auf dem Feld. Der Heimsieg, da waren sich beide Trainer einig, ging verdient an den SV Herbern. Kommen wir nun zu den Ergebnissen des 8. Spieltages der Landesliga. Wie gesehen, Herbern gegen Ruxel 4:2, Senden gegen Kinhaus 2:2, Nottlung gegen Werner SC 2:0, Stadtlohn gegen Heiden 1:1, Aarhus gegen Hülst 3:1, Mützelnach gegen Bockumhövel 4:1, Dorstenhardt gegen Gemen 1:1 und Borken gegen Altenberge 1:2. In der Tabelle führte SV Herbern die zweite Hälfte an, hat mit 13 Punkten aber den Anschluss bis einschließlich Platz 2 wiederhergestellt. Der BSV Ruxel fällt auf den vorletzten Platz zurück und muss nun dringender denn je die Kurve kriegen. Es drohte der zweite Abstieg in Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, ihr euer Tino Wermeling. Das Spiel der Woche wurde Ihnen präsentiert von der City Immobilienverwaltung aus Münster rund um Service für E-Eckiges. City Immobilienverwaltung seit mehr als 10 Jahren Immobiliendienstleistungen aus einer Hand. Und Lichtwerbung Möllers in Ascheberg. Ob Fahrzeugbeschriftung, Leuchttransparente oder klassische Ausleger. Lichtwerbung Möllers ist die Ansprechpartner für eine professionelle Umsetzung von Werbetechnik für Unternehmen aller Art in der Region.